ein herzliches Willkommen zurück zu Simon the Sorcerer. So, wir haben hier den Dorfdepp vor uns. Dem wollen wir gleich mal reden. Den kennen wir nämlich noch nicht. Haben wir ein Problem? Bist du ein Bauer? Sehe ich aus wie ein Bauer? Nein, aber vielleicht willst du auf ein Kostüm fest. Ich verstehe. Weißt du etwas über magische Bohnen? Nicht die Bohne. Also verstehst du doch etwas davon? Oder wie darf ich das verstehen? Nein. Du bist mir eine große Hilfe. Hä? Wie hab ich dir geholfen? Hä? Ich weiß, glaube ich, doch etwas über Bohnen. Warum wachsen meine Bohnen dann nicht? Hä? Ich habe sie hier eingepflanzt, weil sie noch keinen Zentimeter gewachsen sind. Wo sind hier denn Bohnen? Vielleicht solltest du sie gießen. Gießen? Warum sollte ich das tun? Oh Gott. Um sie wachsen zu lassen? Ha, klingt nach einer guten Idee. Ich sag dir was. Geh und hole Wasser. Ich passe auf sie auf. Ich bin dir einen Schritt voraus, Bube. Nee, ich hab Wasser. Steh da nicht rum. Gieß es auf die Bohnen. Du hast sie ertränkt. Ich muss sie trockenlegen gehen. Ich glaube, das war mein Stichwort. Warte mal. Jetzt habe ich kein... Nochmal zurück. Er ist weg. Das ist shit. Was ist... Ich wollte erstmal noch, das ist mir auch gerade aufgefallen, das Schild angucken. Auf dem Schild steht Gleichberechtigung für Trolle. Ah, okay. Dann schau dir das mal noch an. Da stecken ein paar Bohnen im Schlapp. Dann nehmen sie mal. Okay, ich kann's. Magiebohnen. Die habe ich vom Dorfdepp im Wald bekommen. Ach, ich liebe ihn. Tja, wo gehen wir hin? Ich gehe nach. Da. Geht es? Was ist das? Halt, warte, stopp. Schau an. Nee, er läuft. Hä, was ist das? Okay, das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Was ist passiert? Eine sehr imposante Tür. Öffne sie mal, bitte. Da ist kein Griff. Ach, Moment. Ich habe doch am Anfang... Wusste ich doch. Warte mal. Benutze Klöppel mit Glocke. Sieht gut aus, oder? Ah. Okay, dann benutzt die nochmal. Einen Moment, bitte. Oh Mann, das ist so doof. Er hat das Licht ausgemacht. Kann ich irgendwas machen? Nee. Jetzt. Okay, was haben wir denn jetzt hier? Kann ich da hochklettern? Schleife ist nichts. Komm, ich benutze mal dieses Haar. Also Rapunzel. Ah, er klettert hoch. Perfekt. Kommt wahrscheinlich auch wieder irgendein Schock. Okay. Oh! Was zur Hölle willst du? Du bist nicht die böse Hexe.
Es ist verdächtig, dass die sich nur zur Hälfte zeigt. Ich bin Prinz Charles. Ich bin Prinz Charles. Komm und begebe dich in meine Arme. Du bist der dritte Prinz Charles in dieser Woche. Die Hexe hat die anderen gefangen und zu Fleischpastete verarbeitet. Oh. Welche Hexe meinen Sie? Die böse Hexe des Westens. Sie hat mich von meinem Vater als Ferkel entführt. Sie war es, die mir die Schönheit raubte und mich hier gefangen setzte. Bin ich verdammt, bis ans Ende meiner Tage Wolle zu spinnen? Ferkel? Moment mal, sagtet ihr Ferkel? Vielleicht erklärt das hier alles. Mein Gott! Jeder macht den gleichen Fehler. Und wenn sie mein Gesicht sehen, dann rennen sie alle laut schreiend aus dem Turm. Der einzige Weg, durch den ich von dem Zauber erlöst werden kann, ist ein Kuss aus einer anderen Dimension. Oh nein. Scheint so, als wäre mein Einsatz gefragt. Fürchtet euch nicht, eure Rettung ist hier. Ich sterb. Womit habe ich das verdient? Okay. Ich kann mir dafür keine Verwendung vorstellen. Was ist das hier? Bootbretter? Sehen aus wie solide, hölzerne Fußbodenbretter. Okay. Eine ganze Ladung Kitschromane und Unterwäsche liegt hier herum. Mhm. Kommst du auch wieder raus, mein Freund? Das ergibt doch keinen Sinn. Da kannst du irgendwas nehmen? Das ist eine Nummer zu groß für mich. Kann ich den öffnen oder kann ich hier woanders hin? Das ist nicht dazu gemacht, um geöffnet zu werden. Okay, dann lauf mal hier weiter. Nee, geht nicht. Tja, was mache ich jetzt hier? Gut, ich habe sie erhalten. Warum werden mir hier diese Bodenbretter angezeigt? Was könnte ich mit Bodenbrettern machen? Das geht doch so nicht. Okay. Tja. Das weiß ich auch nicht so recht. Also benutze das hier. Gehen wir mal den anderen Weg nach oben. Schauen uns das an. Rapunzel. Das lief ja nicht schlecht. Haben wir schon eine Kleinigkeit gelöst. Der Klöppel ist weg. Dafür haben wir das Schwein bekommen. Oder, wie gesagt, Rapunzel. Rapunzel. So doof, echt. Ach! Hier war ich doch schon. Tja, und jetzt? Ach, vielleicht kann ich jetzt hier mit dem unten reden, der da angelt. Es ist unmöglich, eine Konversation mit einem leblosen Gegenstand zu führen. Aber da unten war doch jemand, hast du gesagt. Da ist jemand am Fisch. Ja. Ach, warte mal. Das geht doch so nicht. Das geht doch so nicht. Was? Das sagt mir doch nicht umsonst, dass da unten jemand fischt. Ach, warte mal, kann ich Sachen kombinieren? Bewege, verzerre, nimm, schließe, benutze. Will mal wissen. Eimer mit Seil. Das geht doch so nicht.
Was geht noch? Oder vielleicht benutze... Das brauche ich jetzt hier nicht. Vielleicht so. Das geht doch so nicht. Das kann ich mit dem Seil noch kombinieren. Vielleicht das Schiff... Oh, warte mal. Das geht doch so nicht. Oh. Jetzt habe ich wieder was gemacht. Was? Warte. Stopp. Sorry. Das geht doch so nicht. Okay, ich habe Seil an Magnet befestigt. Was kann ich denn noch kombinieren? Kann ich noch irgendwas kombinieren? Was ist das nochmal? Ach, Erkältungssaft. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal... Warte mal, ich muss jetzt nachdenken. Was haben wir denn? Oh, ich bin runtergeklettert durch Zufall. Was ist das? Das habe ich gar nicht gesehen, dass es runterging. Und er hat mich noch nicht gesehen. Ich gehe mal hier kurz rein. Da gehe ich nicht rein. Meine Mami hat mir verboten, mit Fremden zu feiern. Red Gollum. Entschuldigung? Ja? Oh, tut uns nicht weh. Es soll uns nicht weh tun, Schatz. Niedliche Hobbits. Ich bin kein Hobbit. Geil. Ich hoffe, wir bekommen keine Copyright-Probleme. Keine Panik. Es handelt sich hierbei nur um das alljährliche Treffen der Tolkien-Würdigungsgemeinschaft. Tolkien-Würdigung. Napfschnecke verkleidet. Was ist mit der Angelrute? Es ist so. Jedes Jahr wird einer gewählt, um Essen zu besorgen. Ich hatte noch nicht sehr viel zu knabbern. Oh. Zum Glück habe ich eine sehr nahrhafte Sumpfsuppe in 1A-Qualität bei mir. Wirklich? Das ist ausgezeichnet. Nehmen. Wird es für 40 Personen reichen? Es ist konzentriert. Jetzt nur noch heißes Wasser dazu und umrühren. Vielen herzlichen Dank. Dafür kannst du diese Angelrute haben. Danke. Ich gehe und helfe den anderen beim Ring suchen. Welcher Ring? Der Ring. Ich könnte schwören, dass ich ihn gehabt habe, als ich mit dem Fischen begann. Der Magnet. Was ist das? Was ist denn das alles? Irgendwann später. Ja, klar. Aha. Ich frage mich, ob das wirklich funktioniert. Grundgütiger Himmel. Es klappt. Ich ziehe ihn besser aus, bevor er verbraucht ist. Geil. Ich hab den einen Ring. Okay, das... Ey, ich wäre da nie hingekommen. Hey, kann ich den nicht nehmen? Das war so... Dusel. Das ist eine Nummer zu groß für mich. Ich muss jetzt echt nochmal gucken. Da habe ich mich schlichtweg einfach verklickt. Nee. Niemals hätte ich das gesehen. Wurde das angezeigt? Ah, ich muss öfters das Ding drücken. Okay, dann habe ich das. Was mache ich jetzt mit diesem Ring? Nein, hier lang. Da habe ich eine Idee. Mir gerade eingefallen, das macht man noch. Oh Gott, warte mal, schnell nachdenken. Jetzt bin ich hier. Und zwar...
Oh. Eine Schlange. I Gott, geh weg. Okay. Ach, das war einfach so. Ganz durcheinander gekommen. Ich hasse Schlangen. Ach so, ja, wegen den Bohnen. Und wegen dem Schwein ist mir das eingefallen. Wir haben doch irgendwo diesen Misthaufen, ja, oder Komposthaufen gesehen. Und da habe ich eigentlich erst an das Schwein gedacht, dass es sich da wohlfühlen würde. Und dann wiederum ist mir aber auch eingefallen, jetzt muss ich überlegen, wo geht's? Ist mir auch eingefallen, vielleicht kann ich da Bohnen auch hin in den Garten oder irgendwie verbuddeln. Ich weiß jetzt nicht, ob da irgendwelche Bohnen, Sachen zum Einpflanzen war, aber war auf jeden Fall ein Garten. Und im Garten kann man logischerweise Sachen pflanzen, wobei das halt schon ein riesen Apfelhaufen war. Aber warum habe ich die jetzt? Was mache ich mit der? So. Ach, und jetzt geht's schon wieder los. Ich lauf hoch. Da bin ich auch so doof und kann mir's nicht merken. Ist das neu? War das schon immer da? Diese komische Drachenfigur? Ich weiß es nicht. Und jetzt glaube ich... Also entweder ist da dieses Imkerhaus oder... Ja, shit. Ist das Imkerhaus? Muss ich auch mal überlegen, was ich da machen könnte. Honig bekomme ich dort, aber... Weiß nicht genau, mit was ich das machen könnte. So, bei dem Schmied. Mal testen. Leg den mal das hin. Geht doch oh, so nicht. Schade. Hätte ich schwören können, dass das geht. Komm. Das wird wahnsinnig. Diesem Scheiß verlaufen hier. Jetzt, so. Kann ich hier vielleicht schon mal was machen? Nee, das ist nur das Ding. Aber das sieht doch nach Garten aus. So, jetzt gucken wir nochmal. Guck mal, hier kannst du dich doch wohlfühlen. Das geht doch so nicht. Ja. Ich bin einfach der Held. Wow, das muss ein guter Kompost sein. Ich habe jetzt gedacht, ich komme nach oben. Wassermelone, was machen wir mit dieser riesen Wassermelone? Gut, das muss ich mir beim nächsten Mal überlegen, was ich mit diesem Teil mache. Ich sag ein herzliches Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.